Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Castlevania Area of Sorrow. Immer noch in den inneren Quartieren, aber langsam müssen wir mal weiterkommen hier ins Schloss und noch unerkundetes Terrain erkunden. Wie man so schön sagt, oh, meine Güte, wenn ein Gegner manchmal ein bisschen im Weg steht, wer kennt es nicht? Ja. Perfekt. Na, gehen wir mal wieder hier runter. Ja. Auch treffen lassen war ja auch schlau. Das klappt jetzt gerade nicht. Zum Glück aber sehr wenig Schaden von diesen Gegnern. So, springen wir mal hier. Dadurch, dass wir über Wasser wandeln können, hier mal hoch. Und gehen hier weiter. Perfekt. Oh, irgendwas wurde gedroppt. Ach, toll. Shit, es ist despawned. Gott, ich hab's jetzt nicht geschafft, rechtzeitig einzusammeln. Aber es sah so aus wie eine Accessoire oder sowas in der Art sah es aus. Aber ich hab's nicht geschafft, einzusammeln. Weil mich da ein Gegner gestört hat. Na toll. Noch mehr Walküren. Ja. Genau. Hier ist nochmal dasselbe Feind. Ein Schal. Ah ja, mal ein Teleporter. Das ist schon mal gut. Egal, gehen wir aber aus. Auf diesen Wege mal runter. So. Kioma-Dämon. So. Immer diese ganzen Gegner. Also das war hier nochmal. Ich muss mich ein bisschen mit der Steuerung zurechtfinden gerade, weil ich gerade längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Eine Lilith? Haben wir noch nicht gesehen. So. Ja, genau. Zack. Hält einiges aus. Als wenn es hier nicht weitergeht. Ja, das klingt mir auch irgendwie logisch. Lauft man noch in eine Sackgasse rein? Ah, hier haben wir den Ausgang. Gut. Ah. Das hat schön getroffen. Wir haben Heilmittel. Ja, toll. So. So viele Feinde laufen hier. So. Toll. Hör auf, den ganzen Schaden zu verursachen. Also hier ist schon wieder Sackgasse. Gut. Aber wenn wir jetzt von dem Tor aus da weitergehen, kommen wir wieder zurück zum Eingang. So. Hier haben wir wieder die Hexen auf jeden Fall. Gerade nicht wenig vertreten von dieser Art. Aber das geht schon gut. Noch ein Eingang. Oberste Etage. Da kann ich noch nicht hoch. Ich
würde wahrscheinlich ebenfalls zum Eingang führen dann. Aber hier können wir noch nicht viel machen. Erst später. Weil wir dann natürlich noch mehr Fähigkeiten haben. Und ja, da wollte ich nicht hinlangen. Danke. Und man natürlich noch über einen anderen Weg rein kann, wahrscheinlich. Gehen wir erstmal hier entlang. So, was haben wir denn hier? Den Eingang. Ich gehe mal durch den anderen Pfad runter. Ja, vielleicht finde ich noch was. Kann sein. Vor allen Dingen, dass da noch eine Lücke ist. Also man lässt sich denken, es muss wahrscheinlich noch irgendwo auch wahrscheinlich oder kann einen Weg da reingehen. Weil es sieht wie ein Raum aus. Wie ein ganz kleiner Raum. Gut, dass es hier wieder ein paar bessere Herzen gibt, die die Magie wieder auffrischen. Ja, genau. Nee, von hier nicht. Na? Perfekt. Noch ein bisschen Erfahrungspunkte und wir gehen jetzt mal wieder einmal kurz durch die obere Etage. Steuern wir mal diese Sachen hier, um ein bisschen die zu regenerieren. Aber hier werden auch wahrscheinlich stärkere Gegner dann sein. Viel zu starke erstmal. So, jetzt kommen wir mal wieder hier raus. Ah. Kann man schon denken, wo wir gerade sind. Ja, da war noch ein Raum. Einmal hochspringen. So. Sackgasse. Ja, sonst ist hier auch gar nichts. Von unten und von hier gibt es einen Pfad. Aber erstmal gehen wir lieber mal da entlang. Nein. Seelentausch. Genau. So viel halten die hier eh nicht aus. Gibt zwar dafür wenig EP. Aber falls ich hiervon eine noch Seele noch nicht habe oder irgendeinen Gegenstand, kann sich lohnen. Ah, schon bald nächstes Level. Ja, genau. Gerade wo ich genau hier bin, gehe ich ein bisschen hier rum. Einmal wieder zu diesen beiden Räumlichkeiten. Dadurch, dass wir schon den Doppelsprung können, denke ich mal, hier können wir noch ein bisschen was mehr erreichen als am Anfang sozusagen. Perfekt. Noch ein weiteres Levelchen. Und das ist absolut kein Problem. Ah, kann ich nicht erreichen. Das Rüstungsstück ist noch immer unerreichbar. Nö. Vielleicht werde ich das auch erst später sehen, ob da wirklich ein Raum ist oder nicht. Ich nutze ihn mal aus und springe hoch. Ah, ein Kupferharnisch. Bin ich dafür extra hochgekommen? Ja, der ist deutlich schlecht. Hätte man wahrscheinlich mit einer anderen Seele auch erreichen können. Naja. Hier war doch gar nichts mehr. Nur dieser eine Feind, der immer wieder spawnt.
Ah, geht ja eigentlich. Weil die hier machen kaum Schaden. Weil sie eben nicht zu stark sind. Lass uns erstmal wieder runtergehen. So. Drei Fledermäuse auf einen Streich. Das ist doch schön. Zack. Der nächste Feind ist schon mal wieder weg. Und Abmarsch nach unten. Aber lieber machen wir hier mal... Wo haben wir den Speicherpunkt in der Nähe? Ah, sehr nah. Na, vielleicht haben wir noch nichts. Ne, wir haben noch nichts vom weißen Drachen. Ach, schade. Hätte ja sein können. So, das hat man schön getroffen. So. Ja, runter. Danke. Ja, ich bin richtig. Einmal speichern. Ja, Level 20 ist auch schon mal schön. Und wir sind schon mal wieder zurück beim Eingang. Ja gut, jetzt müssen wir irgendwo gucken, wo wir hier weitermachen im Schloss. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, sollte euch das Video gefallen haben, wie immer Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen, damit ihr immer dranbleiben könnt. Und ja, wie dem auch sei, wenn euch das Video gefallen hat und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ruhig gerne einen Kommentar. Ja, und sonst würde ich sagen, sehen wir uns bestimmt im nächsten Video von Castlevania Area of Sorrow wieder. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Video.